Und zwar habe ich eine E-Mail bekommen ohne Anrede. Da ging einfach das Exposé los. Also sie hat einfach geschrieben, wie die Geschichte so verläuft. Ich war mittendrin sofort und habe mir noch gedacht so, krass, ey. Und dann unten die Frage, kannst du dir vorstellen, diesen Text zu bebildern? Ich so, Genau, so bin ich noch nie geködert worden. Aber es war eine gute Idee. Zuerst hat es ja geheißen, es sind nur 2 Bände. Also das ist 24 Kinder plus diese 24 Tiere. Das habe ich ja nicht geahnt. Aber beim Lesen ist es bei mir so, dass da direkt die Bilder kommen. Ich denke bildlich. Es war am Anfang total überraschend. Also ich hatte die Figuren, ich habe auch Skizzen bekommen und dachte mir, huch, das ist doch nicht der Mr. Morrison. Sieht so die Miss Cornfield aus, Ida tatsächlich. Ich habe also wirklich ein bisschen geschluckt. Hab die Skizzen vor mir liegen gehabt und je länger ich die angesehen habe, umso schöner wurden sie. Was ich ganz besonders gerne zeichne, ist die Henrietta. Und Leoparden sind schon echt heftig, weil die ganz schnell aussehen wie Löwen oder also ein bisschen verhungert. Sie dürfen nicht verhungert sein wie ein Gepard, sie dürfen nicht so fett sein wie ein Löwe, aber doch irgendwie so zwischendrin. Also Leander war meine Herausforderung. Man spürt richtig die Kreativität von einer zweiten Person, die dem Buch noch mal ganz viel Farbe gibt. Als Illustrator bin ich nicht der Papagei vom Autoren, sondern ich bin jemand, also ein eigenständiger Künstler, der seine eigene Geschichte in dieses Buch einbringt, im besten Fall. Das, was ich in den Büchern anderer lese und dann erarbeite durch die Illus ja auch, das bringt mich weiter bei meiner eigenen Schreibe. Und ich freue mich jetzt auch schon auf das nächste Cover vom 10. Band, wo ganz viele Meerschweinchen über das türkisfarbene Cover hüpfen und Miss Cornfield mittendrin steht. Also toll. Das ist im Grunde das Allerbeste am Büchermachen, wenn du die Kinder triffst, weil du dann einfach merkst, es ist angekommen. Und das motiviert. Ich realisiere es an den Lesungen, wo ich auf einmal merke, hoppla, da sitzen ja die Kinder drin, die kennen ja schon alle meine Bücher. Und alle warten jetzt, wie geht's weiter? Das ist schon, macht einen total stolz. Natürlich bin ich stolz auf die magischen Tiere. Aber ich empfinde es eigentlich nicht als stolz, sondern eher dankbar und als ein Privileg. Also, weil das war ja nicht planbar. Also auch wenn mich ein Exposé anfixt oder so, weißt du trotzdem nicht, ob es ein Bestseller wird. Die Bücher sind in 18 Sprachen übersetzt. Sie werden auf der ganzen Welt gelesen. Jedes Buch steht im Schaufenster der Buchhandlung, wird sehnsüchtig erwartet, wird jetzt auch verfilmt werden. Also da reibt man sich schon die Augen und sagt sich, wow, wie konnte das in den letzten 5 Jahren alles, wie hat das da alles reingepasst? Okay.